Ja, okay. Wollen wir doch hier auf der richtigen Seite, weil hier ist die Auslösekiste für die andere Seite. Und der Edelstein. Wo ich gerade die Schildkröten gesehen habe. Wir waren ja in Amsterdam, waren wir ja im Zoo. Da waren so ganz kleine Schildkröten. War sogar noch ein bisschen kleiner als Mr. Turtle. Waren aber Landschildkröten. Wir gucken in das Terrarium. Nee, Terrarium war es ja nicht. In das Gehege rein von den kleinen Schildkrötchen. Und was machen die? Wir fangen erstmal an zu poppen. Die kleinen Mini-Schildkrötchen, ne? Ey. Schön. Vor allem das Weibchen war anscheinend, glaube ich, nicht so begeistert davon, weil die einfach irgendwie weggegangen ist. Also währenddessen. Bäh. Ja, Entschuldigung. Die kriegt man, glaube ich, nicht kaputt, ne? Die kriegt man kaputt. Hä? Gottes Willen. Ich wusste gar nicht, dass man die rumdrehen kann. Auf der anderen Seite ist noch... so ein Vogel. Ich glaube, ich gehe lieber hier lang. Das ist nicht ganz so böse. Noch einer. Einfach wegdrehen, meine ich. Okay. Ich will es jetzt nicht ausprobieren, weil ich habe keine Akku. Kann das jetzt ein bisschen entspannter angegangen werden. Ach, das ist das, wo man nochmal zurück muss. Zu 99% sicher. Und dann den Smiley dahinter. Hm, ist klar. Das war doch präzise. Okay. Das geht doch klar hier. Ach, Crash. So, jetzt sind wir runter. Die sollten jetzt eigentlich kaputt gehen, wenn ich drauf springe. Haben wir alle Kisten. Schön. Supi. Mit der Säge kannst du von der Seite umsliden. Also so wie ich das auch eben gerade quasi gemacht habe. Das war so knapp. Die brauchen so lange, um aus ihren Löchern zu kommen, irgendwie. Wunderbar, wunderbar. Das ist schön. Und ich habe hier immer noch diese komische Locke. Die einfach nicht da weggehen will.
Okay. Crash Dash. Verfolgerlevel, oder? Mit der rollenden Stein. Das hört sich auch so schlecht an, ne? Mein Leben. So, das läuft ja hier eigentlich ziemlich dufte, ne? Bleiben da drei stehen? Weil irgendwo bleiben drei Stück stehen und da kann man runterspringen. Ich weiß aber, das war irgendwo anders, meine ich. Hier klingt der Originaltrack auch etwas gewaltiger, finde ich. Ja, da hast du recht. Hast du die geflickten Konsolen mal ausprobiert? Also wie gesagt, der Gameboy? Der Nintendo DS. Da habe ich noch nicht weiter nachgeguckt, aber da wird es höchstwahrscheinlich der Fall sein. Habe ich schon mal in einem Tweet geschrieben. In einem Tweet geschrieben, dass da höchstwahrscheinlich mein Fehler darin liegt, dass im Original, ich habe ja den Screen unten getauscht und da war am Original unten so eine Art Schaumstoff dran, auf der Rückseite. Und hier die Rückseite war einfach blank, also Metall. Und wahrscheinlich hat die Konsole da einen kurzen, weil die einfach die Platine berührt an der Stelle. Was Sinn macht und das deswegen nicht geht. Das heißt, ich werde die irgendwann, wenn ich das nächste Mal nochmal so einen Technik-Stream mache, werde ich die aufschrauben, Isolierband drüber kleben und dann zusammenbauen. Und dann wird es hoffentlich einfach instant funktionieren. PlayStation 1. 1. 2. 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da war ich ein bisschen zu voreilig. PlayStation 1 hat ja das gebrannte, die Sicherheitskopie des Spiels. Hat er hier funktioniert? Dann habe ich allerdings mit zu meinen Eltern genommen und habe dann noch ein paar andere Sicherheitskopien probiert, die in der Woche erstellt wurden. Die haben nicht funktioniert. Aber ich glaube, das liegt nicht an der PlayStation 1, weil ich habe den Widerstand vom Laser habe ich bis auf 600 runtergedreht, weil im Internet stand, unter 600 sollte man auf jeden Fall nicht gehen. Ich habe den auf 650 gehabt und es hat immer noch nicht funktioniert. Und das Lustige ist halt, es läuft auf der die laufen auf der PlayStation 2, die Rohlinge, wollte ich schon sagen, die Sicherheitskopien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Die laufen auf der PlayStation 2, aber ich glaube, die PlayStation 2 hat sowieso einen besseren Laser. Und wie gesagt, ich glaube, es liegt einfach an den Rohlingen, weil die. Das war auch ein anderer Rohling als von den neuen, die. Ich habe jetzt von Werber Team oder wie die heißen, keine Ahnung, weil da stand im Internet, dass die eigentlich ganz gut sein sollen. Die hatten bei Saturn. Ach,
Scheiße, bei Saturn auch nichts anderes mehr. Also die haben nur Werber-Team, oder ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden, gehabt. Beim Internet stand da was von Kodak Gold. Die gab's wohl mal. Ist aber auch schon ein bisschen länger her und die sollen wohl richtig geil gewesen sein. Die hatten auch so eine... Die hatten auch so eine goldähnliche Unterseite. Und die sollen wohl gelaufen haben wie sonst was. Und, ja. Die hatten sie aber nicht. Ich habe die auch nirgendwo mehr im Internet gefunden. Und die waren wohl auch sehr teuer, stand im Internet. Aber das wäre es mir halt... Wie sagt man? Wäre es mir... Das hätte ich in Kauf genommen, wenn die Spiele dann laufen. Puh, zum Glück hat er da die drei mitgenommen. Ja. Deswegen... Achso, und es kann auch wert gewesen, genau. So, Dankeschön. Deswegen, ich warte jetzt erst nochmal auf den Quaddeladatsch hier ab, der jetzt kommt. Nüscht? Wie nüscht? Ich dachte, jetzt käme nochmal der Typ. Es kann natürlich auch sein, dass es darin gelegen hat. Ich weiß jetzt nicht, der Dennis hatte die mir gebrannt. Der hat die Standardeinstellung genommen vom Brenner. Es kann natürlich sein, dass sie zu schnell gebrannt wurden, weil das stand da auch noch, dass man die langsamste Geschwindigkeit nehmen soll. Ich werde es dann einfach nochmal ausprobieren. Ach genau, links, rechts, links war das, glaube ich. Dave, wo war das denn jetzt? Ich weiß das nicht mehr. In der Mitte, okay. Ich habe die weggedrückt aus Versehen, so aus Reflex. Am gucken, was da für Bücher im Regal stehen. Ich kann das nicht lesen. Auf jeden Fall ist ein Crash-Buch. Irgendwas mit War. War and... War and Peace? Aber Peace als Erbsen. Oder? Ich kann das nicht richtig sehen, das ist so verpixelt. Es ist schlimm, dass ich nicht mehr weiß, wo der die Kisten hin tut, ne? Sehr schön. Wunderbärchen. Ihr sagt mir auch nichts, dass mir hier die Strähne wieder runter. Ich merke das nicht. So. Ja, nach oben bitte. So. Snowbiz. Ne, wir holen jetzt erstmal die Leben. Entschuldigung.